Ich dachte, das wird easy game, schnell, so wie es bei mir aussieht. Aber unser Teamfight sackt dick, Alter. Unglaublich. Servus, Freunde. Tino hier. Heute spielen wir mal Persephone. Wie man sie auch ausspricht. Persephone, genau. Auf der Solo-Lane. Ich habe sie jetzt ein paar Mal gespielt. Und finde, dass sie eher auf der Solo-Lane geeignet ist als auf der. Ich überlege gerade sogar Hunter's Blessing zu holen. Ja, komm, holen wir uns Hunter's Blessing. Das Lifesteal, probieren wir mal was aus. Ja, also sie ist für mich eher eine Solo-Lanerin als eine Mid-Lanerin. So. Oh shit, jetzt habe ich wieder zu lang gebraucht. Ja, das Ding ist, sie ist. Vielleicht gut in der Midlane, ja. Aber du brauchst ein Team, was darum spielen kann, weil sie ist sehr schwer zu spielen. Ne? Sie ist stark, aber sie ist nur sehr stark, wenn man sie auch gut spielen kann. Ihre Ulti ist krass, um zu peelen. Und auf der Midlane, du hast halt keinen großartigen Dash, so, wisst ihr? Also, das ist ein kurzer Sprung und danach kannst du nichts machen. Das, bei Kukulkan hast du einen langen Sprint, so. Kannst du schnell weg und deine Ulti haut die Gegner nochmal in die Luft. Also sie ist leicht zu ganken, aber ist vielleicht auch nur Gefühlssache für mich gerade. Wobei ich stehen geblieben, ich wurde mal wieder unterbrochen. Hier platzieren wir ein paar. Jetzt habe ich den Farm nicht von meinem Blumen mitgenommen, weil ich den komplett vergessen habe. Ich wurde mal wieder abgelenkt. Ja. Also, wie ihr seht, man kann einfach krass poken mit ihr. So. Kleine scheiß Kinder hier auf dem Spielplatz sind am Rumschreien, Mann. Das sind doch keine Menschen. So. Ich krieg gleich einen Anfall, Leute. So. Die können wir jetzt einfach mal aktivieren. Ah, ich habe meinen Jump noch nicht, sonst hätte ich aktiviert natürlich. Guckt euch an. Bam. Bam. Geht drauf, du Pisser. Komm, geht drauf. Genau, und bei der 1, ne? Da, wo ihr hinguckt, in dem Moment, wo ihr die 1 schießt, könnt ihr nicht mehr die Richtung wechseln. Das ist auch wichtig zu wissen. Also, dass man die vorher aktiviert. Er kann nicht rankommen. Das habe ich auch gemerkt, als ich gegen Song Kui gespielt habe. Also Leute, die an dich ran müssen, um irgendwie ein Damage an jemanden zu bringen, haben es echt schwer. Oh shit, das könnte für mich gefährlich werden. So, und dann kann man schön am Tower die Dinger platzieren. Wie geht es? So, er denkt, er ist sicher drauf. Der Damage ist halt echt unnormal. Den lassen wir nicht backen. Das ist krass, er kann nichts, er kann nicht mal weg. Also wenn ich jetzt nicht gegankt werde, ist er tot. Kommt schon, Minions. Kommt drauf. Digi, das ist so krass. Ja, kein Ding, gell? Alter Schwede, die können nichts machen. Wirklich, gefühlt nichts. Ja, ich gehe hier hin. Okay. Ja, bräuchte ich trotzdem Hilfe.
the underworld too early now. Enemy missing middle. So, decken wir. Dann holen wir uns Pen Boots. Jetzt haben wir halt keine HP Pots, aber wobei eine können wir kaufen. Also es ist krass, also wenn der Gegner low ist, ne? Oh Bro, dein Blue Buff ist weg. So, und die 1 hat halt schön Poke, ne? Und die hat nicht so viel Cooldown. Kurz vor die Stimme am Start gewesen. Ah. So, komm, geh du drauf. Zu weit weg. Oh, die hat ihn noch erwischt. Im Tower. Hä? Ich hab Ulti, also. Das ist so, also der Passiv-Poke ist echt, echt krank. Der muss im Tower chillen, also. Aber das war ein bisschen zu viel. Und dein Blink ist down. Da gibt's nichts mehr zu machen. Oh shit. Was hast du vor, Bruder? Ja, also auf der Solo-Lane ist die echt krank, ne? Jetzt, wenn man ADC vielleicht als Gegner hat, könnte es schwer werden. Ja. Aber, also, ist echt, echt gut, echt gut. Shit, wissen, dass ich kein Mana mehr habe. Schaffe ich das noch? Mann, ich glaube, wenn man die zwei direkt unter Gegner platziert, explodiert sie sogar am Anfang direkt. Jetzt heilen wir uns mal ein bisschen. Guckt euch das an, so eine richtige Horde. Okay. Dann backen wir mal. Wenn wir uns das hier gibt uns nämlich noch Cooldown und Leben. Das ist ganz gut. Zack. Und dann zwei Wards. So. Nein, hört auf zu verschwinden. Jetzt kann ich ihn mal wieder. Oh.
Komm schon, Minion, töte ihn. Mach deinen Job, du Hund. Was? Du Pisser, wieso hast du den nicht getötet? Oh shit. Okay, jetzt bin ich wahrscheinlich tot. Okay, ich bin tot. Jawohl. Aber kein Mana. Verdammt. Er lacht. Der Arme, Alter. Also, da holen wir uns. Physischen wollte ich schon. Die sind ja komplett magisch. Um uns magische Verteidigung. Was wäre da gut? Was wäre da gut? Ja, holen wir uns Holster. Und die Ulti hat ja unendliche Reichweite, also wie Janus, wenn die jetzt nicht gegen die Wand klatscht. Was man bei der Ulti vielleicht noch sagen sollte, die ist an sich, man denkt, die ist jetzt nicht schwer zu treffen, aber man kann oft schon failen, vor allem in Teamfights, wenn die so auseinander sind. Deswegen wäre es manchmal ganz gut, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen kompletten Teamfight habt, dass ihr die Ulti bewusst zum Beispiel auf eine Wand haut, damit trotzdem der Peel sozusagen da ist, weil die Ulti ist einfach krass für Peeling. So many branching paths. Okay, da machen wir noch hier was hin. Jo. Ist noch das erste Totem gewesen, glaube ich, was bis jetzt gemacht wurde. Ja, also wenn man unter denen macht, explodieren die direkt. Ich weiß, was er vorhat. Nein, ich hab gefehlt. Easy. Tiki, der kann ja gar nichts machen. Also der Poke-Damage ist krass mit dem. Wenn du im 1-1... Echt, also was will der machen, bitte? Und Hunter's Blessing ist echt nicht schlecht, weil... Habe ich gerade gemerkt. Man hat halt die 1, so für diesen direkten Damage hat man die 1. Und danach ist vorbei, so gefühlt, ne? Dann ist halt alles Autotext, deswegen denke ich... Oh shit, zu früh gesprungen. Doch nicht. Ich wollte doch nicht gegen mich kämpfen. Pusht sie die Wave von das Ganze? Wo ist die hin? Okay. Oh, ich hab gleich wieder Ulti. Ich hab kein Mana. Oh shit. Oh, bitch. Heilen wir uns mal. Ah, der Heal ist jetzt nicht krass auf jeden Fall. Er denkt sich wahrscheinlich, ich muss den Blue Buff jetzt machen, aber ist schon gemacht, Bro. Ich denke mal noch, ja, okay, Lotus Crown würde nur für sie sein, deswegen macht es nicht viel Sinn. Okay, Bro. Ja, jetzt recht low. Sollte jetzt chillen eigentlich. So. Oh shit, ich hab kein Mana. Easy. Hier, frisst noch den Damage, du Hund. Oh
Was denkst du dir, Bro? Oh shit. Ja, komm weg mal, ich habe ja Teleport. Muss man jetzt nicht übertreiben. Ist das? Dann holen wir uns Beats. Ja. Holen wir uns nochmal. Das können wir uns noch holen. Was ist gut, was ist gut. Gem of Eisen macht nicht so viel. Ah, jetzt habe ich Beats aktiviert. Nice. Shaman's Ring. Hört sich ganz gut an. Gibt zwar kein Movement Speed mehr, aber. Für den. Aber er hat ihn bekommen. Okay, sie hat ihn viel gemacht. Dann gehen wir zu unserem Blue Buff. Das Gefühl, verliert der Rest? Oh ja. Yes. Wieder ausgelernt. Also direkt unter denen. Lässt direkt explodieren. Ah, ich muss es noch in den Griff kriegen mit dem. Dass es nicht direkt explodiert. Dass ich nicht lenken kann. Der weiß nicht, was er machen soll, der Arme. Well done. Scheiße. Junge, 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 der kann ja gar nichts machen. Schön nebenbei die Dinger platzieren. So, ich dachte, wir machen den großen. Oh, nice. Ja, das wird schön. My garden blooms. Okay. The underworld opens. Nein! Digga, Argus, Alter, wie viel Leben hat der? Nein! Geil, Damage machen wir trotzdem noch. Easy, Alter. Boah, das Tankbild, das ist auch echt gut auf hier. Dann holen wir uns noch Magical Defense, wenn die schon den Fehler machen, so viel Magical zu gehen. Mana. Genji's Guard. Ja. Das oder Oni Hunters. Krieg ich auch gut MP5. 70, 40 MP5, 30. Aber hier krieg ich Cooldown. Ich auf jeden Fall 20% Cooldown. Ja. Ja, dann holen wir uns Genjis. Für Cooldown und Mana. Der Arme, Alter. Well done. My garden blooms.
Nein, komm schon, Fire Giant. Ich verpiss dich. Ich verpiss dich. Die will mich unbedingt töten. Man muss echt schnell sein, um den hier zu kriegen. Die. Okay, oder auch nicht. Warte mal, jetzt komm schon. Kommt der Gegner? Komisch. Manchmal ist es direkt eine Explosion. Ich bin so fett, Alter. Unglaublich. So, was sollte man uns holen? Defense, ja. Was ist das? Fickt auch. So many branching paths before me. Okay, das mit der 2 muss ich noch verstehen, wann sie direkt explodiert. Weil manchmal explodiert die 2 direkt. Komm, mach deinen Job, Bro. Du bist zu langsam. Oh. Nein. Scheiße, jetzt habe ich die Marine gebaitet. Jetzt geht's aber los, hier. Digga, ist dieses Viech tanky? Halt's Maul. Warte, ich hab gleich Ulti. Nice. Jetzt habe ich gerade nichts gemacht. Oh shit. Oh no. Oh, komm schon. Oh, 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 nein. Ich hab ihn noch bekommen. Egal, ich hab ihn noch bekommen. So, das reicht dann für Magical Defense. Dann holen wir uns noch. Ja, Penetration. Nee, brauchen wir nicht mehr. Das holen wir uns dann noch als Power Item. Ich denke mal, Wrath of the Ulti. Ja, wobei, Staff of Midri. Ja, wir holen uns den Stab hier. Das könnte interessant werden mit dem Stab.
Fire. Schön. Also, ist auch dumm, dass die komplett magisch gegangen sind. Aber ich wette, jemand hat physisch gekauft hier. Nee. Okay. Ja, Gauntlet auf Teams, aber es geht ja. Ja, wären wir direkt zum Feuer gegangen, wäre das alles nicht passiert. Schade, wären sie direkt zum Feier. Aber ich habe auch nicht geguckt. Man sollte sich nie darauf verlassen, dass die kommen. Digga, Azio halt, ne? Die machen ja auch keinen Damage. Die ist komplett magical. Oh, Kali wird sterben. Wenn sie reingeht. Oh, gut. Jetzt kannst du reingehen, Bro. Oh, doch nicht, doch nicht. Was kostet es? 1400. Gucken wir mal, ob wir eine schöne Ulti landen. Oh, Digga. Shit, 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 shit. Nein, voll daneben. Oh shit. Oh shit. Oh. Oh, man kann Damage mit der 3 ignorieren. Das ist auch geil. Den Stab braucht man auf jeden Fall. Man hat echt nur diese 1 für diesen direkten Damage. Ich verstehe das nicht. Wann explodiert die 2 direkt und wann nicht? Guck mal, dieses Teil, er hat den Fehler gemacht, er ist dahin gelaufen. Und dann wurde er eingefangen. Schon mal die Midwave und dann können wir beenden. Easy.
Titan. Oh, Bro. Dicky! Wie, wir haben nicht beendet. Scheiße, Mann. Oh, so ein Scheiß. Ja, nehmen wir uns den Speedbuff. Also wenn jemand weiß, entweder ich lese gerade nicht richtig, aber wenn jemand weiß, warum es manchmal direkt explodiert. Keine Ahnung. Ciao, Bruder. Ich zone einfach mal. Scheiß doch auf Pyro, Bro. What the fuck? Ah, Nox ist tanky. Achso, es stimmt, ist noch Support. Digga, was ist da los? Die Hera hat die alle gesolot. Das... Ich bin wieder nach dem Tod nicht aufgestanden. I don't get it, man. Dieser dumme Bug. Also auf Nox brauche ich nicht gegen dies zu tanky. Der Rest ist One-Shot mit meiner Ulti-Kombo. Poli auf ihr. Für Boots. Nee, ich brauche Pen. Ich denke am besten nicht voll. Obsidian oder Divine, wobei Obsidian. Ja, holen wir uns so. I'm
lebe ich wieder? Nee, execute lebe ich nicht mehr. Die sterben die alle, Mann! Versteh's nicht! Hera, Alter, Hera, Mann. Die carried die gerade so hart. Meine Güte, Digga. Das kann doch nicht so schwer sein. Hört einfach auf zu kämpfen. I guess we can't group. Jetzt schaffen wir eine schöne Ulti. Nein! Schön. Schön. Ich verstehe es nicht, dieses Team ist degeneriert. Das kann doch nicht so schwer sein. Verpisst euch einfach. Kaufen wir uns. Meine Güte, Digga. Ich dachte, das wird easy game, schnell, so wie es bei mir aussieht. Aber unser Teamfight sackt dick, Alter. Unglaublich. Es ist nur der scheiß Pyromancer.
jetzt töte. Digga, wenn die Hera uns jetzt fickt, raste ich aber aus. Komplett aus. Gottes Willen, Digi. Gottes Willen. Viel zu lang gedauert, Mann. Digga. GG. Gegen Ende habe ich wieder die Krise bekommen, unglaublich. Ja, ich denke mal, das war ein gutes Game. Also wenn man ein Team hat, was weiß, was es machen soll, dann ist die auf jeden Fall stark. Ist auf jeden Fall stark. Und Tanky vor allem ist gut mit dir. Ich glaube, so ein Bruiser-Bild ist immer ganz nice auch hier. So. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.